Und der Ball von Seneca zum Punkt. 13 zu 6. Wird hier auf der Tribüne schon mit einem Lächeln hingenommen. Bilipic. Und Kaufhall, schlechtes Timing, kann den Ball noch rüberdrücken, kommt da nicht richtig in den Ball. Der Ball war im Feld, zeigt der Linienrichter an. Habe ich das gesehen? 13 zu 7. Und Bilipic mit der erneuten Angabe. Oder schätzt sich Janine Völker? 13 zu 8. Und Tore Alexander kommt dann nochmal an die Linie und sagt, los, so geht das ja nicht. Wir hatten den Satz doch fast im Sack, jetzt aber konzentriert euch, wir müssen ihn konzentriert zu Ende spielen. Auch gegen diese Kroaten, Adlerova. Fährt Zinner. Hanke gleich mit der Sprungaufgabe. Und Adlerova. Mit dem 15 zu 8. Denis Hanke erneut. Und der kroatische Trainer im Gespräch mit seinem Co-Trainer. Und der Schweriner Block. Steht. Und jetzt technische Auszeit beim 16 zu 8. Und dann 16 Spielpunkte. Technische Auszeit. Und ich würde jetzt gerne mal reinhorchen, was der kroatische Trainer seinen Mädchen da mitgibt. Das ist uns aber aus zwei Gründen nicht möglich. Zum einen haben wir da keine Mikrofone unten und zum zweiten verstehe ich leider auch kein Kroatischer, bräuchte ich einen Übersetzer. Aber es ist klar, was er seinen Mädels da sagen möchte. Man muss nur einmal auf die Anzeigetafel gucken. 2 zu 0 nach Sätzen, 16 zu 8 im dritten Satz. Das sieht nicht gut aus für die Gäste aus Kroatien. Für den Schweriner SC sieht das aus mehreren Punkten aber sehr, sehr gut aus. Man hat das Hinspiel gewonnen. Man ist hier dabei, das Rückspiel sehr erfolgreich zu gestalten. Und sollte man hier jetzt auch diesen dritten Satz noch gewinnen und damit auch das Spiel, zieht man nicht nur mit den Wiesbadenerinnen gleich, die ja ihr Spiel ebenfalls gewonnen haben und damit in die nächste Runde eingezogen sind. Nein, man hatte auch noch das Glück, dann ein Freilos zu haben und direkt ins Achtelfinale einzuziehen. Und dann gab Vrikic ins Netz. Und ein Blick auf den kroatischen Trainer verrät wirklich alles. Das ist Minenlesen und das ist nicht schwierig. Verzweiflung und Hilflosigkeit hat sich da breit gemacht. Und das Spiel der Kroaten wirkt momentan ähnlich. Schaus und er war aus. Oder? War der noch drin? Der war gut. Der war gut? Da habe ich das missinterpretiert. Da war wohl noch eine Kroatin dran. Deshalb der Punkt 18 zu 9 für Schwerin. Und der Völker, und das sieht auf Schweriner Seite der Ausdruck, sieht viel, viel besser aus. Der Punkt für Völker 19 zu 9. Die Körpersprache
Auf Schwerin der Seite wird man ganz klar. Jetzt nochmal der Wechsel bei Reka. Jelena Savic kommt ins Spiel. Für Brzic. Auf kroatischer Seite hat man sich hier wohl aufgegeben. Ja, leichter Punkt nach dieser Angabe. 20-9. Völker geht auf Schweriner Seite jetzt nochmal aus dem Spiel. Sandra Gutsche kommt nochmal. Und jetzt wechselt, bleibt für Ture Alexandersson die Möglichkeit hier zu wechseln, allen Spielerinnen mal die Möglichkeit zu geben, Europapokal Luft zu schnuppern. Und Kaufeld mit dem Punkt zum 21-9. Und jetzt sehen wir da Marie Frick, die ihre Einsatzzeit kaum erwarten kann, die über ihre Spielzeit lächelt wie niemand anders. Die Französin kommt für die deutsche Nationalspielerin. Denise Hanke. Auch Anja Brandt hat sie da schon bereit gemacht. Auch sie wird gleich nochmal kommen. Frick schön geholt. Gusche, die beiden Neuen. Jetzt Frick auf Chaos, das war schön gespielt. Guter Block von Kaufeld und Chaos. Kaufeld bringt den Ball wieder rüber. Hin und her, jetzt wieder ein vernünftiger Angriff. Und Chaos hat ins Netz gegriffen. Punkt für Reka. Ruhig bleiben. Ja, schlechte Annahme von Sandra Gutsche. Abhaken, weiter 21-11. Matura Alexandersson haben wir kurz hören können. Go, go, go. Frick auf Kaufeld. Schön als Variante gespielt. Kaufeld. Frick, Gusche bleibt am Block hängen. Nochmal Gusche mit dem Versuch. Maras auf kroatischer Seite. Und jetzt die andere Seite erfolgreich. Senjeka. 21-12. Schönes Spiel zu. Und jetzt nochmal ein Wechsel auf Schweriner Seite. Retzlaff kommt jetzt nochmal. Aber erstmal dieser Angriff und dann der Block von Gutsche und Kaufeld. Und die Angabe Kaufeld. Und jetzt nochmal der Doppelwechsel auf Schweriner Seite. Adlerova aus dem Spiel. Dafür kommt Julia Retzlaff und Anja Brandt, wie eben angekündigt, für Patricia Thormann. 22-12 und es scheint nur Maya Parale, die noch Probleme hatte mit der Hüfte, wird hier heute noch geschont. Ansonsten durften alle Mädchen hier mal Europapokal-Luft schnuppern. Kaufeld erst mit der Angabe, dann mit der Klasse Annahme. Und dieser Angriff bleibt im Block hängen. Da ist keine Kraft mehr hinter bei den Kroaten jetzt. Und Frick kriegt den Ball nicht hoch, nicht richtig rüber. Und auch wenn sie jetzt einige Punkte machen. 22-13. Und nochmal der Wechsel. Bei Reka. Wirkt das auch relativ kraftlos und die Schwerinerin sicherlich auch gegeben durch die uneingespielte Truppe. Aber Schaus mit dem Punkt, weil die so heute noch gar nicht auf der Platte gestanden haben. Ist das vielleicht auch nicht ganz so einfach. Nadja Schaus mit der Angabe.
Und er war direkt der Punkt und jetzt erhebt sich die Schweriner Sport- und Kongresshalle zum Matchball für den. Und da kommt sie dann doch noch. Nadja Schaus geht aus dem Spiel und es kommt Maja Parale für den Aufschlag zum Matchgewinn. Da hat sie in diesem Spiel dann doch noch ihre Wirkung zeigen. Maja Parale. Block, Parale Thomsen. Kamen sie nicht hin. Bleiben dabei und jetzt Fabrice. Und sollte sie jetzt nicht 10 Punkte hintereinander machen, wird das die letzte Aufschlägerin sein für heute. Parale macht den entscheidenden Punkt. Maja Parale schlägt den Punkt zum 25 zu 14 und schlägt damit den Schweriner SC ins Achtelfinale des Challenge Cup. Herzlichen Glückwunsch an die Mädchen des Schweriner SC zu diesem überzeugenden 3:0 und 3:0 Sieg gegen ZOK Rijeka. Und natürlich auch ein Dankeschön an die Damen von ZOK Rijeka. Und in Kürze starten wir auch gleich das Pressegespräch mit den Trainern und dem Kapitän. Das Spiel ist vorbei. Es sah nach einer klaren Angelegenheit aus für den Schweriner SC. Bei mir habe ich jetzt Nadja Schaus, die ja schon einiges an Volleyballerfahrung aufbieten kann. Und trotzdem hatte ich heute den Eindruck, trotz des klaren Sieges, war nicht ganz dein Spiel. Sehe ich das richtig? Och, ich habe jetzt heute auf einer neuen Position gespielt. Dafür war es eigentlich ganz okay. Also ich habe ein paar Querschläger noch drin, aber ich habe die ganze Zeit vorher jetzt auf der anderen Position gespielt und wir haben das jetzt diese Woche erst im Training gemacht, weil wir viele Verletzte haben und jetzt konnten wir das mal so ändern, das ist eigentlich die Position, auf der ich spielen soll und ja, ich denke, dass es sich von Satz zu Satz gesteigert hat. Ja, das kann man, wenn man hochguckt, 26-24, 25-20, 25-14, war es am Ende so leicht, wie es aussah, es sah ein bisschen aus bei den Kroaten, hat ein bisschen die Kraft gefehlt, hast du es ähnlich gesehen? Ja, die sind uns halt körperlich, fand ich, gerade über außen ein bisschen unterlegen gewesen und haben dann am Ende ein bisschen eingebüßt, das stimmt. Ja, Spiel relativ klar, erzähl uns doch noch mal ein bisschen vom Hinspiel, wie ist Kroatien? In Kroatien hat es die ganze Zeit geregnet oder geschneit, also es war irgendwie nicht so, ja, wir haben nicht so viel gesehen. Einmal sind wir kurz über den Weihnachtsmarkt gelaufen, ja, und in der Halle, also es waren nicht viele Zuschauer da, viel weniger als hier, ja, war aber okay, war ein bisschen wärmer. Ja, du hast die Zuschauer angesprochen, es wirkte doch ein bisschen wenig, es war auch eine sehr, sehr schwere Anreise hierher. Ich bin über blankes Eis gefahren hierher und ich kam nur aus der Umgebung. Kriegt man das während des Spiels eigentlich mit, wie viele Leute hier sind? Man kriegt das mit, aber ich hatte noch weniger erwartet wegen der Witterungsverhältnisse und war dann eigentlich überrascht und die sind gut mitgegangen, also man hat sie auch gehört, es ging. Also für die große Halle fand ich, war es dann okay. Ja, alles klar. Vielen Dank fürs Interview.